So, ein fröhliches Hallöchen, seid gegrüßt, herzlich willkommen. Ja, ihr seht, also die positive Nachricht ist, wir sind bis Level 77 gekommen, beziehungsweise 78. Beziehungsweise 79 halt, ne, wie ihr es sehen wollt. Das ist die positive Nachricht. So, jetzt die negative Nachricht. Wir haben den 23.06.2022 aktuell und heute kam ein Update raus. So. Und ich hatte schon im Vorfeld beim Starten von das Idle Game Probleme halt, ne? Er wollte so manches bei mir nicht laden halt, ne? Da kam ein langer Ladebildschirm und der hat das einfach nicht weitergemacht. So, und irgendwann hat es dann doch geklappt, ne? Nach dem Update geht das jetzt wieder alles. Ja, jetzt aber zu dem Problem, was ich habe. Meine Charaktere machen nicht mehr Schaden. Ja. Die machen keinen Schaden mehr. Also wie gesagt, wir wären jetzt sowieso nicht weitergekommen. Aber die machen überhaupt gar keinen Schaden mehr. Die machen tatsächlich, guckt euch das an hier, das ist total wenig Schaden. So, jetzt hab ich wirklich die Hoffnung. Guck mal, der geht sogar hier rückständig wieder. Wie gesagt, das kann es nicht sein. Na, ich denke, das hat was mit dem Update zu tun. Ich hoffe wirklich, ich will mir noch kein Urteil erlauben, aber ich hoffe, wir haben tatsächlich durch den Patch jetzt einfach einen Fehler drin. Ich hoff's. Ich hoff's. Wie gesagt, weiter wären wir nicht gekommen. Ich wollte sowieso zurücksetzen. Das machen wir jetzt auch. Na, ich hoffe wirklich, dass das Problem sich einfach mechanisch eingeschlichen hat halt, ne? Dass das jetzt nach dem Neustart wieder ausgemerzt ist. Ich hoffe es halt jedenfalls. Ich weiß es nicht genau, aber wir schauen einfach mal. So, was machen wir denn? Ich würde sagen, wir machen mal. Haben wir denn jetzt gemacht? Die Bestie oder? Bin mir jetzt gar nicht sicher, was wir gemacht haben. Den haben wir übrigens auch gemacht, ne? Ist das hier mein erstes Ding? Dann ist es weiter hier? Ich weiß es gar nicht. So, wie dem auch sei, wir machen mal den verfluchten Bauer. Und ich hoffe wirklich, dass das ein Problem von. Vom Spiel jetzt war einfach, ne? Nicht, dass ich jetzt nicht mehr die Rotation benutzen kann, beziehungsweise die Formation. Ne, und ihr seht, hier, es gibt immer noch aktuell so Ladeprobleme, so ein bisschen halt, ne? So, jetzt sind wir da. So weit, so gut. So weit, so gut, genau. Dann werden wir mal hoch, zack. Zack, die werden wir uns immer holen. Die Mutti. Und dann werden wir es jetzt sehen, ne? Kann natürlich sein, dass jetzt sich ein Fehler eingeschlichen hat, ne? Das kann ja mal passieren. Deswegen sage ich ja, ich will jetzt keine Urteile erlauben. Mir erlauben. Schauen wir einfach mal. Ja, was machen wir denn jetzt? Göttlicher Segen hier, Neustart. Ich würde sagen, wir machen mal hier hoch. Wir gehen mal weiter hier hoch. Genau. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, dass das nicht kein Problem ist halt. Ich habe jetzt Angst, ne, dass meine ganze Rotation kaputt ist und dann jetzt wieder eine neue zu suchen, beziehungsweise Formation. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ja, aber vielleicht finden wir sogar eine bessere. Ich weiß es halt nicht. So, genau. Dann werden wir jetzt mal den hier aktivieren und den Willi. Zack. Was haben wir denn eigentlich an 722 Edelsteine haben wir? Ist auch recht gut. Ne, wie gesagt, die kannst du auch schön farmen immer beim Neustart halt, ne? Und jeder Boss gibt dann Edelsteine. Ist auch eine feine Sache immer. Ne, wir müssen bloß sehen, was jetzt mit dem Spiel los ist. Ne? Also
Ich wollte das jetzt oder ich nehme das jetzt auf, damit ihr auch seht, falls jemand das Problem hat oder kennt oder kann er ja einen Kommentar da lassen, ne? Dass das halt eventuell bei Updates normal ist oder so, ne? Ich weiß es halt nicht. Ne? Aber falls jemand das Problem auch hat, damit er Bescheid weiß halt, ne? Dass er nicht alleine mit ist. Na, was ist denn mit? Na. Stecker von der Leuchte ist raus. Also ein bisschen dunkel hier. Ja, und dann gab es heute Codes, ganz viele Codes, ne? In Stream und auf einer Seite, Reddit-Seite, waren bestimmt 10 oder 11 Codes oder wenn nicht noch mehr. Genau. Haben wir hier. Hier sehen wir auch, was wir alles haben. Machen wir zusammen auf. Machen wir zusammen auf nachher. Mal sehen, was drin ist halt, ne? Genau, da gab es ganz viele Codes halt, die ich einfach mal eingelöst habe. Na, das ging ja alles noch. Das hat ja alles, was wunderbar funktioniert, ne? Aber die Rotation irgendwie, oder Formation, die hat irgendwie einen Schlag weggekriegt halt. Ich hoffe aber, dass sich das nach den Neustart regeln tut jetzt wieder, ne? Wie gesagt, aktuell gehe ich davon aus, dass das ein Fehler vom Update ist. Ne? Vielleicht ist das völlig normal. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. So, dann gehen wir mal. Ja, ich würde sagen, guck mal. Ich würde sagen, wir lassen ihn mal jetzt ein bisschen idle. Wir kümmern uns jetzt mal tatsächlich um die Truhen, ne? Wollen wir die mal aufmachen? Ja, ne? Machen wir auf. Gucken wir, was drin ist. Aha. Eieiei, das sieht aber gut aus. Das sieht doch wirklich gut aus. Vielleicht nehmen wir uns noch Truhen fürs nächste Mal auf, ne? Schauen wir mal. Vor allen Dingen das Geile ist, die Truhen, die sind immer anders designt, ne? Sehr irre. Sich auch die Mühe erstmal zu machen, die ganzen Truhen immer anders zu designen. Finde ich klasse halt, ne? Hey. Warte, ich kann nicht so schnell lesen, muss ich mir nachher nochmal durchlesen. Ach, guck mal.
Sind sowieso bald durch. Ja, dann ziehen wir durch jetzt. So. Ja, guck mal, wir bekommen auch Erfolge dafür, dass wir hier welche aufmachen. Wie gesagt, die Codes, die müsst ihr euch selber raussuchen, ne? Die werde ich hier auch nicht verlinken oder so. Weil erstens sind die Codes zeitbegrenzt und zweitens weiß ich nicht, ob das alles rechtens ist, ne? Ich möchte mich da nicht auf eine Grauzone oder was bewegen. Darauf habe ich keine Lust. So. Pass mal auf, der kommt da hin, der kommt da hin. Und schon machen wir wieder mehr DPS, seht ihr? Wie vorhin. Ich glaube jedenfalls, dass das mehr DPS sind, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich denke, dass das ein Fehler tatsächlich war. Vom Spiel aus. Oh, guck mal, 758, ja, das steigt langsam. Wie gesagt, wir kaufen uns aber für dieses Kauf werden wir uns erstmal Truhen kaufen, denke ich. Damit wir erstmal ein bisschen Ausrüstung für unsere Helme bekommen, ne? Ja, ich werde dann wieder gucken, dass ich über 80 jetzt komme halt. Ne? Mal schauen, ob das was wird. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Na, und dann kann ich ja auch genau sagen, ob das eben nur ein Fehler war vom Spiel, von den Update. Ne? Also ich gehe aktuell davon aus. Ne? Deswegen bin ich erstmal beruhigt. Ne? Ein bisschen Angst habe ich, dass eben die Rotation, die Formation nicht mehr funktioniert. Ne? Aber ich gehe jetzt erstmal positiv da ran. Jo.
Na, was jetzt? Jetzt hängt er wieder, ne? Das passiert ab und zu. Dass er irgendwo hängen bleibt halt, ne? Oder ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist oder nicht. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ja, aber das Spiel macht mir so wahnsinnig viel Spaß, das glaubt keiner. Na, also so viel Spaß, dass ich hier auch schon ein bisschen Geld reingepumpt habe. Ne? Hab mir hier unter anderem den gekauft. Ich habe sogar hier schon Tränke drin halt, ne? Seht ihr? Die können wir allerdings auch mal benutzen, aber ne? Was ist denn das hier? Hellmut. Geschwindigkeit. Schmiedevertrag. Haben noch einen. Ich glaube, da müssen wir komplett einen ausgerüsteten Held haben. Und ich denke mal, dass die Ausrüstung hochgeht halt, ne? Gehe ich mal von aus. Ja, sieht wirklich so aus, als wäre das ein Fehler gewesen vom Update halt, ne? Ja, passiert. Passiert. Von vorne. Wie gesagt, gucken wir mal, ne? Wenn wir bis 70, bis 80 kommen, ja, dann wissen wir halt. Okay. Hat damit zu tun. Er ist auch ein bisschen heftiger, ne? Der war schon ein bisschen heftiger, warum auch immer. Ja, aktuell läuft auch ein Stream halt. Ne? Das kann auch sein, dass die Problematiken in Streams erklärt werden. Das Problem ist bloß, sind alles englischsprachige Streams. Ne? Und da mein Englisch very, very bad ist, verstehe ich da natürlich nichts. Lisa, mit der Taste Y könnt ihr auf dem umschalten. Ne? Viele haben halt die wissenschaftliche Bezeichnung an.
Bin ich ehrlich, komme ich nicht mit klar. Kann ich nicht mit umgehen. Ne, ich brauche die Standard hier mit Millionen und Billionen und Trillionen und ach, was da nicht alles kommt halt. Das gefällt mir persönlich besser. Aber ist auch wieder eine individuelle Sache, wie ihr euch das einstellen wollt, ne? Da macht euch keiner Vorwürfe. Du Scheiße, was ist denn das hier? Hallo? Geht's noch? Ich komme jetzt schon hier im Straggeln, ey, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn da los? Also bis jetzt funktioniert die Formation, ne? Also ja. Sollte tatsächlich ein Fehler vom Spiel gewesen sein. Ja, wir versuchen noch bis Level 30 zu kommen. Schauen wir mal, dass ich den Boss noch packe. Ja, wie gesagt, die Diener, die werden auch erst ab Level 60, 65, lasst mich nicht lügen. Nagelt euch nicht drauf fest. Aber auf jeden Fall auch erst so ab diesem Level werden die erst freigeschaltet halt, ne? Ich hatte das Glück, ich habe die schon ein bisschen früher bekommen, weil ich eben das Paket gekauft habe, ne? Für 6 Euro. Knappe 6 Euro, glaube ich. Jawohl, da kriegen wir jetzt nochmal richtig einen Schadensboost. Oh, jetzt strauchelt er aber hier, meine Güte, du. Habt ihr das gerade gesehen? Dass der massiv an Schaden ihm verloren hat? Was ist denn das?
Hat er das gesehen, ja? Nee, ich kann mir, wahrscheinlich kann ich mir eine neue Rotation jetzt raussuchen. Ach, ey, Freunde, das ist doch wirklich anstrengend schon wieder. Gut, das wollte ich wissen. Also, ich werde jetzt noch weiterspielen, mal sehen, wie weit ich komme, aber irgendwie hat er eben Schaden verloren. Obwohl ich ihn gelevelt habe. Ja, was soll denn das? Na, ich werd gucken, was los ist. Genau, in dem Sinne würde ich sagen, wieder, bleibt sauber, bleibt anständig, ne? Wenn euch das Video wieder gefallen hat, Like immer da lassen. Würde ich mich freuen. Egal ob positiv oder negativ, ne? Hilft mir alles, auch Kommentare helfen. Ne? Bei den Kommentaren bitte konstruktiv bleiben. Keine Beleidigung oder sowas, ne? Wisst ihr ja. Ne, wird ja sofort dann weggebannt. Ich habe auch einen ziemlich strengen Filter drinnen, ne? Also da sollten eigentlich Trolls keine Chance haben. Also nicht so eine große Chance haben, ne? Genau. Alles klar, in dem Sinne, haut rein, habt Spaß, man hört uns stolz sich, ne? Bye bye, winke, winke.